Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, Sie sind jetzt gelandet in einer Tandem-Fahrschule. Ich bin der Fahrlehrer jetzt heute mal, sonst macht es auch bei uns andere Mitarbeiter. Ich habe mir jetzt zwei Probanden rausgesucht, er daneben der unschuldige Marcel. Der Marcel, der ist noch nie E-Bike gefahren im Leben, der arme Tropf und Tandem zweimal nicht. So. Und das ist die Iris. Die Iris ist natürlich ein Mitarbeiter von mir, kennt sich toll aus. Aber die Iris, die ist stellvertretend für alle Frauen, die zu uns kommen und die Angst haben. Ja, und die hinten sitzen. Ja, und da gibt es viele Frauen, die Angst haben, gell? Auf jeden Fall, ja klar. Alle Frauen haben Angst, oder? Ja, kann man eigentlich schon sagen. Schon, ne? Ist keine gekommen und hat jemals gesagt, ich will vorne sitzen, ich übernehme jetzt hier das Ruder. Alle haben sie irgendwas. Ja, sie haben alle meistens Angst. Und wenn sie Angst haben, ist es völlig normal. Also es ist normal, wenn sie Angst haben. Und das macht aber nichts. Sie können bei uns auch die Angst loslassen. Ja, so. Und der Marcel, hast du Angst? Ja, also zumindest Respekt. Das gibt's heute kaum noch, Respekt. Gut. Es ist so, vor was hast du jetzt Angst zum Beispiel, Iris, wenn du jetzt hinten drauf sitzen tätest? Vor was ich Angst hatte, weil ich nicht mit lenken kann? Ja. Das würde mich jetzt erstmal irritieren, auf jeden Fall. Ja. Genau, also jetzt, das hat was mit Loslassen zu tun, gell? Mhm. Also der andere übernimmt jetzt das Steuer und fährt da hin und du willst ja eigentlich gar nicht. Aber viele Frauen Problem. Das kommt erst dann raus, wenn so ein Tandem vor einem steht. Übrigens, da gab es mal einen Pfarrer, der hat immer Eheseminare gemacht mit Tandems und dann war das so, einer ist mal gelangt und mal umgekehrt, damit jeder mal die Rolle einnimmt der Führungsperson und der, der sich führen lässt. Das ist wichtig. Also das ist auch ehetherapeutisch sehr interessant, so ein Tandem. Ja, also du hast dann Angst, du sitzt dann hinten drauf, du kannst nichts machen, sie können ja nicht einmal bremsen. Ne? Ne? Siehst ja gerade, was ich mache, ne? Bremse, es fehlt die Bremse. Ja, also das heißt auf einmal Vertrauen. Mhm. Und dann ist es auch so, ich habe das auch oft erlebt, dass die Frauen ihren Männern nicht vertrauen. Das ist auch so ein Ding. Also da helfe ich dann immer, also meistens übernehme ich in so einem Fall dann die Rolle des Mannes, aber nur in dem Fall, und setze mich dann vorne drauf und du dann beschwichtigend auf die Frau einspreche und dann machen wir so kleine Fahrversuche und dann klappt das irgendwie und dann übergebe ich sie dann später dem Mann. Das funktioniert. So. Ja. Noch was irgendwie? Noch Ängste? Nee, ne? Oder? Nee, das ist eigentlich so, denke ich mal. Ist immer dasselbe Thema, ne? Dass man halt wirklich keinen Eingriff hat. Dass man einfach vertrauen muss, wo die Reise hingeht. Also gut. Ist manchmal schön, denn wenn man das geschafft hat, loszulassen, dann wird es auf einmal schön im Leben. Also die oder der Hindere, ja, der kann sich umgucken, der nimmt die Dinge ganz anders wahr. Er kann seinem Steuermann daneben oder Frau mitteilen, du, ich habe das und das gesehen. Und übrigens, die besten Gespräche mit meiner Frau habe ich immer geführt, auch mit der Enkelin und so, immer auf dem Tandem. Das ist interessant, weil keiner kann weg und trotzdem kommt man gleichzeitig vorwärts. Also allein schon, ne, das führt zu einem gewissen Ziel, das Gespräch. Ich kann es Ihnen nur raten, wenn Sie Probleme haben, steigen Sie auf ein Tandem, fahren Sie miteinander, es löst sich. Therapie-Tandem. Freude-Tandem. Der Marcel... Du bist noch nie E-Bike gefahren, ne? Genau. Und du kennst dich ja nicht so mit der Technik aus irgendwie? Ja. Ich erkläre es jetzt mal gerade, weil es ist ja so denkbar einfach. Im Grunde genommen, der Elektromotor unterstützt nur deine Drähte. Mhm. Also du musst nicht Gas geben oder sonst irgendetwas, sondern es unterstützt einfach. Wir machen das System jetzt an mit dem Knopfdruck. So, die Steuerung fährt hoch. Und siehst du, daneben, da sind zwei Pfeiltasten. Eine geht nach oben. Aha. Da stehen jetzt in dem Fall drei Unterstützungsmodi. Es gibt auch Displays mit vier. So. Mach das einfach einmal gerade. Also mehr ist es nicht. Also je weiter, ne, du nach oben schaltest, umso stärker wird es, der Motor. Und umso schneller bringt er dich dann zur Endgeschwindigkeit von 526 km/h. Das ist verstanden. Die Schaltung, die ist genial. Und durch diese Schaltung erst konnte im Grunde genommen viele Leute, die ganz neu kamen irgendwie und im ersten Mal Tandem gefahren sind, überhaupt einmal mit so einem Ding klar. Und zwar, sie müssen nicht irgendwie einzelne Gänge durchschalten, sondern
man dreht einfach nach vorne oder zurück. Und das Männle, wo man da sieht, siehst du das Männle? Ja. Stell dir vor, das bist du. Jetzt fährst du auf der Ebene, wenn du nach vorne schaltest, fährst du den Berg hoch. Ja. Also ist eigentlich logisch. Ne? Mhm. Das Schöne ist jetzt, an einem Tandem fährt ja der oder die hintere mit und tritt in die Pedale rein. Und während dem Schalten muss man eigentlich die Kraft ein bisschen wegnehmen. Ketteschaltung und so, Rollerschaltung musst du alles tun. Daneben an dieser Schaltung merkt der hintere gar nicht, wenn daneben vorne gedreht wird. So sanft und einfach geht das Ganze dann zu betätigen. Ich sage Ihnen, es ist genial. Also das, was man da damit erreicht hat, mit dieser Schaltung, ist phänomenal. Hat es vorher noch gar nicht gegeben gehabt. Ja, wenn jetzt zum ersten Mal gefahren wird, wir nehmen uns dann für eine Fahrschule oftmals einzeln die Paare. Also, ne? Also ich werde mit dir Einzelübung machen. Nämlich, ich lasse dich dann vorn und sitze hinten drauf. Und sag dir dann noch einmal und erklär dir, was du dann vielleicht noch besser machen kannst. Mhm. Nachdem ich nun dem Marcel erklärt habe, wie hier die Technik funktioniert, lasse ich ihn einfach jetzt mal allein mit dem Tandem fahren. Macht ja auch Sinn, weil das ist so ein langes Ding. Und da soll er sich erst mal dran gewöhnen, wie man so in die Kurve geht. Das ist wie ein LKW, ne? Da muss man ein bisschen mehr ausholen. Fährst einfach mal daneben vor und wieder zurück. Ja, ich tue mein Bestes. Ja, komm bitte wieder. Erstmal aufsteigen, so. Ich dreh mal ganz runter. Nee, eben nicht. Zum Anfahren solltest du einen leichteren Gang nehmen, also nach vorne, ja. Ah ja, okay. Genau. Also ziemlich weit hoch so. Ja, so passt. Gut, alles klar. Und dann daneben jetzt auf die erste Unterstützungsstufe, dass es nicht ganz so wahnsinnig losgeht. Jo. Gut, prima, also probier mal. Aha. Okay. Also man merkt direkt, es ist mit elektronischer Unterstützung. Bin ich auch noch nie gefahren. So, Achtung jetzt, Kurve. Huah. Hey. Oh. So, Gott sei Dank am Müllcontainer vorbei. Mein Gott. Super. Es läuft. Er hat es läuft. Ja, prima. Hast du mal an dem rechten Schaltgriff gedreht? Ja. Ja? Ein bisschen habe ich ihn runtergedreht zwischenrein. Also okay. Es ist leicht schwerer geworden zu treten, aber nicht so von einem auf den anderen Moment, sondern ja, es ist ein weicher gemächlich, Übergang. Ne? Ja. Es ist ein weicher Übergang. Ja. Ich glaube, die Ami oder die Engländer suchen Schmus. Das ist auch ein schöner Begriff irgendwie, finde ich. Ich stelle jetzt mal für mich hin den Sattel hoch. So, dalle. Den Lenker, das habe ich ja in einem anderen Kapitel gezeigt, wie schön der und wie schnell der an die jeweilige Person anzupassen ist. Den machen wir jetzt einfach einmal daneben, gerade mal so hoch, sonst sitze ich da drauf wieder quasi Modo. So. Also das ist unser Testtandem, das muss schon ganz viel aushalten. Und so. Bisher noch keine Stürze, nee. Haben wir noch keine gehabt. Es kommt ja immer auf diese, auch ein bisschen auf die Vorbereitung an. Wenn man natürlich im ersten Mal mit so einem Rädler fährt und wird einfach da drauf gesetzt, das geht nicht. So. Okay. Also wir sind hier auf einem Abschnitt des lieblichen Taubertalradweges, wie ich es schon gemerkt habe. Das ist interessant, was da so alles vorbeikommt, finde ich. Ja. So. Also das werden Sie dann alles auch erleben, wenn Sie ins Taubertal kommen. So, ist fest. Jo. Dann drehen wir jetzt mal gerade und fahren wieder da so Richtung da. So. Es ist schon lang. Ja, natürlich. Ein LKW. Jetzt machen wir mal Folgendes. Zum Anfahren bietet sich an, dass, sagen wir mal, ich bin jetzt derjenige, der gerade im Moment Angst hat und erst mal auf dem Tandem sitzt. Ich setze mich jetzt drauf und komme mit den Füßen noch auf den Boden. Das ist wichtig. Und dann erst mal zu merken, man kommt ja auf den Boden. Okay. Also allein jetzt jemand die Zeit zu geben und zu sagen, ja, okay, gut, damit komme ich klar. Dann tut man ein Pedal
in eine Position bringe, dass man auch kräftig neidreden kann beim Anfahren, klar, ne? So, also ich wäre jetzt bereit von meiner Seite her, jetzt steigst du mal drauf. Mhm. Und dann würde ich sagen, gibst du mir jetzt ein Signal und dann beginne ich genauso loszutreten, ja? Okay, dann machen wir auf drei. Ja. Eins, zwei, drei. So. Holla, der Start ist gelungen. Siehst du? Super. Jawohl. Schalte mal mit der rechten Hand. Ja, schwerer. Dreh ein bisschen Jawohl. Hoch. Gut. So, Dalle. Wie ging's dir? Gut. Ja, also es war erstaunlich, es war erstaunlich einfach. Ja. Jo, also jetzt kann ich sagen, wenn ich mit jemandem Tandem gefahren bin, dann weiß ich ganz genau, wie der Mensch ist. Eine Schiene und dann vorne drauf. Kann ich dir alles von deiner Persönlichkeit sagen. Der Marcel ist sehr sicher. Bist wirklich ruhig gefahren. Also auch zielorientiert, hat mir sehr gut gefallen. Also wir wären ein super Partner. Also ich meine es beim Tandemfahren. auf was es auch hinten ankommt, das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Ich muss mit meiner Aufmerksamkeit bei dem da vorne sein, was der macht. Wenn er tritt, muss ich drehen. Wenn er aufhört, muss ich auch aufhören. Das ist wie beim Tanzen. Normalerweise tun ja die Männer die Frauen führen, gell? Ja. Es gibt aber auch Situationen, da führen die Frauen die Männer. Es gibt auch die, wo die Frau die Männer führen wollen, aber die Männer wollen nicht und umgekehrt. Die haben auch in der Partnerschaft manchmal gewisse Reibungssituationen. Und das Geschmeidige an einem Tandem, das ist wirklich wichtig, der oder die muss da mit der Aufmerksamkeit sein. Denn wenn der auf einmal aufhört zum Drehen und der andere tritt weiter, funktioniert nicht so richtig. Ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie das machen und üben und es gelingt Ihnen, wenn das vorher nicht funktioniert hat, Ihre Partnerschaft wird besser. Sie werden merken, es wird eine positive Veränderung stattfinden, wenn Sie Tandem fahren. Dann werde ich irgendwann sagen, das war die beste Anschaffung, die wir je in unserer Ehe gemacht haben. Besser wie das Küchenbuffet und. Und die Weltreise und das Ding und oder bum, bum. So, soweit so gut? Soweit so gut. Du hast jetzt das Richtige ja mitgekriegt, mit der Wahrnehmung bei mir sein, ne? Ja. Da. Ich stelle mal da gerade den Sattel ein bisschen runter. Und dann wechseln wir die Positionen. So, ja, machen wir mal so. Am Anfang immer der Sattel ein bisschen weiter runter. Wenn man dann irgendwann Sicherheit gewonnen hat, kann man das auch in die optimale Drehthöhe bringen. Das bedeutet, dass es beinahe zu durchgestreckt ist. So, ich fahre gerade ein Stückchen vor und drehe und dann setzt du dich drauf. Moment. So, ja, setz dich ruhig mal drauf. Wenn ich drauf sitze, halte ich natürlich das ganze Rad. Dann kannst du dahin machen, was du willst. Ja. Auch interessant, wenn es ein guter, starker Mann ist, der da vorne steht, der hält natürlich den ganzen Laden. Und da kann die Frau dahin rumturnen und kann sich zurechtfinden. Okay, ja. Jetzt bringen wir mal das Pedal in die Anfahrposition. Ja, soweit gut. Also dann auf drei. Ja. Eins, zwei, drei. So, und haha. Siehst du, ich habe gerade eben schon geschaltet. Ja. So, jetzt mache ich leicht. Mhm. Und es geht alles vollkommen ohne Widerstand, ganz weich, wunderbar. So. Und? War super. Hat ganz einfach funktioniert. Ja. So, jetzt sage ich mal, wie ich dich wahrgenommen habe. Und zwar, ich habe keine Unsicherheit gespürt. Also das Vertrauen war komplett da. Er ist angefahren und er hat auch so, wie ich aufgehört habe zu drehen, auch aufgehört. Es war da irgendwie kein Blockierer von deiner Seite. Jetzt habe ich mir überlegt, das kann ja gar nicht sein. Wir sind ja nicht verheiratet. Nicht aufeinander eingespielt. Und dann kam es. Du bist ja Musikant. Das stimmt. Eingespielt. Merken Sie was? Diese Musiker, die müssen ja die ganze Zeit auf den anderen noch hören, gell? Wenn der Band, du hast doch eine Band, oder? Ja, genau. Fünf andere Leute. Und was spielst du? Ich sing tatsächlich. Und manchmal spiele ich sogar noch Gitarre mit.
säße und das merkt man beim Tandemfahren. Also wenn sie nicht singen, keine Gitarre spielen, kein Musikinstrument, dann sind sie vielleicht nicht ganz so geübt, aber das machen wir dann miteinander und dann löst sich das Ganze auf, diese Blockaden, die da eventuell da sind, und dann geht es wunderbar. So, ich würde sagen, denke ich jetzt nochmal drüber nach, ist das Tandem das Richtige für uns? Wenn sie wirklich zusammenrücken wollen, wenn sie gemeinsam schöne Dinge erleben wollen, in der Natur draußen, probieren sie es aus. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Also, ich bin auch früher Motorrad gefahren, das noch zur Ergänzung, und leidenschaftlich gern mit meiner Frau, die hat sich an mir festgekrallt, wenn wir da in die Kurve gegangen sind. Möchte ich heute nicht mehr, das ist mir zu schnell, das ist mir zu gefährlich. Ich kann heute die Natur viel mehr wahrnehmen mit meinem Partner, Partnerin. Und ja, also das ist eine der schönsten Formen des E-Bike-Fahrens überhaupt. So, ich freue mich, wenn Sie zu uns kommen ins Taubertal. Sie kriegen dann auch eine Fahrprüfung, wenn Sie es brauchen. Wenn Sie Tandem-Erfahrung haben, geben wir Ihnen ein Rädel und Sie können losfahren. Also, bis bald. Tschüss, Ihr Erhard Mott.